Hallo und herzlich willkommen zur organischen Chemie für Nebenfächler. Mein Name ist Michael Beudes und heute schauen wir uns gemeinsam an, wie die Atomorbital- und die Molekularorbitaltheorie uns helfen, die Struktur von organischen Verbindungen besser zu verstehen. Wie sehen organische Verbindungen aus? Das ist eine Frage, die nicht nur was mit der Molekularform zu tun hat, sondern auch mit der Funktionalität. Ja, Professor Hans Börner hat Ihnen ja bereits einige Beispiele der von organischen Verbindungen, die hochgradig relevant sind, vor Augen geführt. Ich mache das hier nochmal ganz schnell mit drei Beispielen. Zum einen haben wir da Menthol, ja, also das kennen wir aus der Massenproduktion von Zahnpasta, aber auch Kaugummis, wurde früher aus grüner Minze extrahiert. Auch hier haben wir Mittel und Wege gefunden, diese Art von Chemie-Maßstab und auch Industriemaßstab machen zu können. Hier der Farbstoff Indigo, ja, das ist der blaue Farbstoff, mitunter verantwortlich für den blauen Farbstoff in ihren blauen Jeans. Auch hier wurde früher aus Naturstoffen extrahiert. Und wir haben mittlerweile Mittel und Wege gefunden, wie man solche Moleküle auch synthetisch herstellt. Und hier als allerletztes Beispiel noch ja, diese längerkettiges Alkan mit einer Methylfunktionalisierung mit einem Epoxidring, bekannt als Dispaler, ja, also im Englischen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die deutsche Übersetzung ist, aber das ist ein Sexpheromon einer Motte, ja, die im Englischen als Gypsy-Moth bekannt ist. Also ein Pikogramm, also 1 mal 10 hoch minus 12 Gramm von diesem Stoff reichen bereits aus, um diesen Fortpflanzungszyklus dieser gefräßigen Motte zu unterbinden, ja, und somit auch Landwirtschaft und Anbau von Baumwolle an der Ostküste der USA zum Beispiel zu ermöglichen. Wir können einen Teil dieser Frage, wie organische Verbindungen eigentlich aussehen, beantworten, indem wir einen Blick in das Periodensystem der Elemente werfen, also uns die Valenzelektronen, also die alleräußersten Elektronen der einzelnen Atome mal genauer anschauen. Ja? Denn alles, was wir als chemische Bindungen oder auch kovalente Bindungen verstehen, ja, das sind Bindungen zwischen zwei Atomen, die durch ein Elektronenpaar zusammengehalten werden, welches von beiden Atomen gemeinsam genutzt wird, also welches beiden Atomen gemeinsam angehört. Ja, das heißt also alles, was wir als Chemie verstehen, ja, das ist die Chemie und die Reaktion der äußersten Elektronen, der Außenelektronen oder der sogenannten Valenzelektronen. Ja. Das heißt also, wichtig ist die Anzahl dieser Außenelektronen, die wir natürlich auch im Periodensystem der Elemente ablesen können. Das heißt also, bei Kohlenstoff zum Beispiel, ja, ein Blick ins Periodensystem der Elemente zeigt, wir haben die Heliumschale vollgemacht, ja, so in der, wir haben zwei Elektronen im 1s-Orbital. Wir haben zwei weitere Elektronen im 2s-Orbital und nochmal zwei Elektronen im 2p. Ja? Wasserstoff selber, ein Elektron im 1s. Sauerstoff, ja, da sind wir schon in der sechsten Hauptgruppe. Ja, das heißt, die Heliumschale ist voll. Wir haben zwei 2s-Elektronen. Wir haben vier 2p-Elektronen. Und Chlor, ja, da sind wir schon. Da haben wir die Neonschale voll und haben 3s2 und 3p5 Elektronen. Ja? Das heißt also, für Elemente der zweiten Periode und höher können wir von einer Oktettregel sprechen. Ja? Das heißt, die einzelnen Atome, die streben danach jeweils zur nächst höheren vollen Edelgasschale aufzusteigen, also dieses Elektronenoktett
vollzumachen, beziehungsweise Elektronen abzugeben, um in die nächstgelegenere, energetisch günstigere Edelgasschale herabzusteigen. Ja? Das heißt also, um ein Elektronenoktett an einem Atom zu erzielen, ja, brauchen wir 8 minus n, die Hauptgruppennummer des betreffenden Atoms, Elektronen. Ja? Das heißt also für Kohlenstoff, im Beispiel von Methan zum Beispiel, ja, das Kohlenstoff selber bringt 2s2 und 2p2, also insgesamt 4 Elektronen mit und benötigt deswegen 8 minus Hauptgruppennummer 4, also 4 weitere Elektronen, um das Elektronenoktett vollzumachen. Diese Elektronen kämen hierbei vom Wasserstoff mit seinem 1s1. Ja, also wir sehen 2 Elektronen jeweils pro Bindung im Methan, pro CH-Bindung. Und das Kohlenstoff macht somit Elektronenoktett voll. Ja. Dasselbe haben wir dann beim Chlormethan, jeweils für die einzelnen Elemente. Ja. Und was wir hier in diesen Punktstrukturen, an diesen Skelettformeln sehen, das ist die Lewis-Darstellung, die Sie vielleicht in der Schule schon mal gesehen haben. Ja, so hier werden die Elektronen, die an einer Atombindung, an einer kovalenten Bindung beteiligt sind, jeweils durch einen Punkt markiert. Gleiches haben wir hier bei der Kekulé-Darstellung. Ja, die fällt einem deutlich schneller von der Hand, einen Strich zu ziehen. Ja, also hier in dieser Kekulé-Darstellung haben wir einen Valenzstrich, der jeweils für 2 Elektronen steht, die innerhalb so einer Atombindung bestehen. Elektronenkonfiguration, ja, wie ich schon sagte, können wir die Elemente ablesen. Ja, also hier haben wir Einzelelementsymbole mit den dazugehörigen Schalen, ja, und wie wir schon sagten, in der zweiten Periode von Lithium bis zum Fluorneon, ja, da machen wir die Neonschale voll, ja, ab da in der dritten Periode ist die Neonschale vollständig befüllt und wir befüllen dann die Argonschalen und so weiter. Das heißt, für den Kohlenstoff selber, ja, das ist das Element hier, wie wir schon sagten, vierte Hauptgruppe, Ordnungszahl, vierte Hauptgruppe. Wir haben 6 Elektronen, ja, stehen uns zur Verfügung. 2 in der abgeschlossenen Heliumschale, die sehen wir hier, verdeutlicht durch das He-Symbol. Und weitere 4, jeweils 2 Elektronen im 2s-Orbital und 2 Elektronen im 2p-Orbitalen, ja, entweder in px, py und pz-Orbitalen. Sauerstoff selber ist die sechste Hauptgruppe. Ja, also hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Elektronen, also 2 aus der Heliumschale, 2 in den 2s-Orbitalen, ja, jeweils hier, und 4 Elektronen in den 3 energetisch gleichwertigen p-Orbitalen. Ja. Das heißt, hier sehen wir die häufigsten Oxidationszahlen beim Kohlenstoff, ja, sind minus 4, minus 2, plus 2 und plus 4, je nachdem, ob Elektronen abgegeben oder aufgenommen werden. Die häufigste Oxidationszahl beim Sauerstoff ist die minus 2. Ja, das heißt, in dem Fall, wenn der Sauerstoff, wie zum Beispiel bei der Reaktion mit Wasserstoff zu H2O, jeweils 2 Elektronen aufnimmt, um die Neonschale, das Neonoktett vollzumachen. Das Problem aus dieser Darstellung, wie wir sie hier gewählt haben, ja, ist, dass wir aus der alleinigen Betrachtung der verfügbaren Energiezustände des Atoms keine Vorhersagen über die räumliche Anordnung der Bindungen, beziehungsweise keine guten Vorhersagen über die Anordnung der Orbitale, ja, die Atomorbitale in später wachsenden Bindungen fällen können.
Ja, dazu bedarf es eines anderen Modells. Und dieses Modell ist hier mit dem Atomorbital, mit der Atomorbitaltheorie bzw. der Molekülorbitaltheorie, ja, liegt hier zugrunde. Das heißt also, die AO oder MO-Theorie gibt uns eine Vorstellung, also gibt die Vorstellung auf, dass Bindungselektronen sich ausschließlich zwischen den verbundenen Atomen befinden. Ja? Das heißt also, wir erschließen uns Atomorbitale durch die lineare Kombination der zugrunde liegenden Atomorbitale. Ja? Und holen uns daraus die Molekülorbitale, die durch diese lineare Kombination von einzelnen Atomorbitalen entstehen. Ja? Das heißt also, ein Atomorbital bzw. ein Molekülorbital beschreibt im dreidimensionalen Raum eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Elektronen. Ja? Hier sehen wir das links, das ist im Prinzip eine Elektronendichteverteilung in einem S-Orbital, ja, also hier dargestellt für das 1s-Orbital, ja, das heißt, wenn wir das Ganze ein bisschen vereinfachen wollen, für alle s-Orbitale, für die äußersten s-Orbitale, können wir im Prinzip sagen, innerhalb dieser Kugel, innerhalb dieser diskreten Kugel, ist das Elektron zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit auffindbar. Ja. Im Gegenzug sehen wir hier ganz rechts die Auftragung der Elektronendichte in einem p-Orbital. Ja? Also hier sehen wir die Elektronenaufenthaltswahrscheinlichkeit entlang dieser Achse im zweidimensionalen Raum ist 0. Ja? Jetzt muss man sich das Ganze natürlich vorstellen, nicht nur als eine Projektion auf ein Blatt Papier, sondern als ein dreidimensionales Objekt, eine dreidimensionale Elektronenaufenthaltswahrscheinlichkeit. Ja? Und das können wir darstellen, indem wir uns diese Knotenachse, ja, oder diesen Knotenpunkt hier nicht als Punkt oder eine Achse vorstellen, sondern als eine Ebene. Ja? Das heißt also, diesen Fall auf drei Dimensionen übertragen. In diesem Falle wäre meine Elektronenaufenthaltswahrscheinlichkeit entlang dieser XY-Ebene 0. Ja? Und wir hätten dann oberhalb der XY-Ebene und unterhalb der XY-Ebene eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Elektronen. Ja? Dasselbe können wir uns denken, wenn wir diese Knotenfläche durch XZ legen. In dem Fall erhalten wir das 2PY-Orbital, Atomorbital. Oder wenn wir diese Knotenfläche durch Z Y legen. In dem Fall erhalten wir das 2px-Orbital. Ja? Wie kommen diese Auftragungen zustande? Naja, im Prinzip müssen wir uns die Atomorbitale vorstellen als stehende harmonische Wellen. Ja? Also für den Fall des 2s-Atomorbitales haben wir dieses Orbital ist sphärisch komplett symmetrisch, ja. Das heißt also, wir haben eine stehende Welle. Sobald wir in die nächsthöhere harmonische stehende Welle gehen, bekommt diese stehende Welle-Funktion einen Knotenpunkt, ja, oder halt eben eine Knotenfläche im dreidimensionalen Raum. Und wir haben eine positive Wellenphase und eine negative Wellenphase. Das heißt, das Ganze verdeutlichen wir hier in unserer zweidimensionalen, ja, pseudo-dreidimensionalen Auftragung, indem wir ja diese Orbitalphasen jeweils anders schattiert darstellen, ja, für eine positive oder eine negative Wellenphase. P-Orbitale bereits miteinander kombiniert zu einer Sigma-Bindung und jetzt wollen wir eine Doppelbindung aufmachen, ja, also dann stehen uns noch die orthogonal dazu stehenden 2p-Orbitale zur Verfügung. Ja. Auch die können wir wieder in Phase kombinieren. Ja. Das heißt aber, in diesem Falle haben wir 0 Elektronendichte auf der Bindungsachse. Ja. Denn hier ist auch weiterhin meine Knotenfläche, genau hier zwischen.
Das heißt also, das hier ist eine Pi-Bindung. Ja, das heißt, anders können wir auch drüber denken, ob Symmetrie entlang dieser Bindungsachse besteht. Ja, also wenn ich hier entlang rotiere, habe ich einen Vorzeichenwechsel zwischen diesen beiden Überlappungsflächen. Das heißt, was hier vielleicht positiv ist, und das hier ist meine positive Überlappung, das hier ist meine negative Überlappung. Wenn ich das ja mal rumrotiere, wechselt das Vorzeichen. Ja, das heißt, so hierbei handelt es sich um eine Pi-Bindung. Das gleiche funktioniert bei auch antibindenden Molekularorbitalen, die uns auch im Laufe des Kurses begegnen werden. Ja, auch hier können wir auch nicht nur in Phase kombinieren, sondern auch außer Phase. In dem Fall generieren wir eine zweite Knotenfläche und haben hier unser antibindendes Pi-Molekularorbital geschaffen, das ebenfalls die Bedingung für eine Pi-Bindung erfüllt, da wir keine Symmetrie entlang der Bindungsachse besitzen und auch hier keine Elektronendichte auf dieser Bindungsachse haben. Also, überlegen wir uns ein konkretes Beispiel. Wir nehmen das Kohlenstoff, ja? Also wie wir schon gesagt haben, zwei Elektronen im 2s-Atomorbital und jeweils zwei Elektronen in 2p-Atomorbitalen. Ja? Also da können wir uns aussuchen, px, py oder pz, die sind energetisch alle gleichwertig. Besetzt werden diese Orbitale nach dem Pauli-Prinzip, ja? Also ein Orbital kann nur mit Elektronen ungleichen Spins befüllt werden. Also hier deswegen ein Elektron up und ein Elektron downspin. Und nach der Hund'schen Regel, das heißt innerhalb einer Schale ist die Anzahl der Elektronen mit gleicher Spinrichtung maximal. Das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel für die Besetzung von Bussen oder allgemein öffentlichen Verkehrsmitteln, nicht nur zu Corona-Zeiten, sondern sonst auch. Ja, für gewöhnlich sieht man, auf jedem Platz sitzt einer, bevor es zu zwei Personen pro Sitzplatz kommt. Ja, das heißt also, hier in diesem Fall, wir haben genau vier Elektronen in der Außenschale zu verteilen. Zwei gehen auf die 2s und jeweils eins, zwei in welche von den 2p-Atomorbitalen. Gut, jetzt wollen wir aus diesem Kohlenstoff Methan machen. Ja? Aus der alleinigen Betrachtung dieser Energieniveaus in den Atomorbitalen von Kohlenstoff, ja, ist nicht ersichtlich, wie wir vier CH-Bindungen herstellen sollen, ja, die energetisch gleichwertig sind. Hier hilft uns allerdings das Konzept der Hybridisierung. Ja, also bei der Hybridisierung verändern die Atomorbitale die Form und die räumliche Ausrichtung, ja, um später dann Molekularorbitale in dem fertigen Verbund Methan zu bilden. Ja. Dabei ist zu bedenken, diese vier resultierenden Molekularorbitale, die die neuen vier Bindungen ausmachen werden, werden den maximalen räumlichen Abstand zueinander einnehmen. Ja, ist klar, weil sich die Elektronendichte versucht maximal abzustoßen. Ja, das heißt also, wir haben hier insgesamt 1, 2, 3, 2p-Orbitale zur Verfügung. Die sind alle hier abgebildet. Und wir haben ein 2s-Atomorbital zur Verfügung, also insgesamt vier Atomorbitale. Wenn wir die jetzt anfangen miteinander zu kombinieren, ja, zu mischen, erhalten wir aus vier Atomorbitalen vier Hybridorbitale. Ja, das heißt also, das kann ich mir im Prinzip wieder vorstellen, wie die Kombination von Wellenfunktionen. Ja, also hier kombiniere ich eine 2s-Kugel mit einem 2py-Propeller. Das heißt, wir sehen hier im oberen Teil dieser Überlappung, ja, haben wir konstruktive Interferenz. Das heißt also, dieser Teil der Wellenfunktion wird größer. Und hier im unteren Teil, ja, da wo 2s und 2py
unterschiedliche Vorzeichen haben, ja, da wird dieser Teil dieser stehenden Wellenfunktion kleiner. Ja, das heißt also, das machen wir in drei Dimensionen, ja, bei 2s mit 2px, 2s mit 2py, mit 2pz. Das heißt, wir bekommen vier sp3 Hybridorbitale. Ja, diese stammen dann zum Beispiel ja, von 2s und 2py. Das heißt also, insgesamt bekommen wir vier gleichwertige Orbitale, Hybridorbitale, also sp3 Hybridorbitale, die wir dann auch mit den vier Elektronen des Kohlenstoffs gleichwertig besetzen können. Jetzt kommt unser Wasserstoff hinzu, ja, also der bringt von Haus aus ein Elektron mit in der 1s, im 1s-Atomorbital, ja, und diese vier sp3 Hybridorbitale, ja, vom Kohlenstoff, die stoßen sich maximal ab, bilden also ein Tetraeder. Das heißt also, der Winkel zwischen diesen einzelnen Hybridorbitalen ist jeweils 109,5 Grad ungefähr. Jetzt können wir an diese Hybridorbitale unsere 1s Atomorbitale des Wasserstoffs linear dran docken, ja, jeweils in Phase, damit es zu konstruktiver Interferenz kommt. Und wir bekommen insgesamt dann vier kovalente Bindungen, ja, in denen die vier sp3 Hybridorbitale des Kohlenstoffs mit viermal 1s Atomorbitalen des Wasserstoffs interagieren und dementsprechend vier neue Bindungen ausbilden. Ja? Diese, wie gesagt, stehen im Tetraederwinkel von 109,5 Grad zueinander und nehmen den maximalen räumlichen Abstand zueinander ein. Ja? Jeder dieser CH-Bindungen, wohlgemerkt, ja, ist sigma-symmetrisch. Das heißt, die Überlappungsfläche zwischen diesen 1s-Atomorbitalen des Wasserstoffs und den sp3-Hybridorbitalen des Kohlenstoffs, diese Überlappungsfläche liegt entlang der CH-Bindungsachse. Ja? Also in diesem Fall ist das der Kohlenstoff hier genau in der Mitte dieses Konglomerates. Ja, also das, was wir gerade durchgespielt haben, ja, sind so die Umrisse des Zipper-Modells, also des Valence Shell Electron Pair Repulsion Modells. Ja, die Idee dahinter ist, dass bindende Elektronen und freie Elektronenpaare sich maximal abstoßen. Ja? Dabei ist zu bedenken, ja, der Raumbedarf von freien Elektronenpaaren ist höher als der von bindenden Elektronenpaaren. Ist klar, ja, also das bindende Elektronenpaar ist deutlich stärker lokalisiert, eben in dieser Überlappungsfläche zwischen zwei bindenden Atomorbitalen oder Hybridorbitalen. Ja. Das heißt also hier zum Vergleich, das sehen wir auch sehr schön an den Strukturen der einzelnen Moleküle. Beim Methan selber haben wir gesagt, sind die CH-Bindungen jeweils durch den Tetraederwinkel voneinander entfernt. Also wir haben stets einen Winkel zwischen den CH-Bindungen von 109,5 Grad. Beim Ammoniak ist das schon anders. Ja, so hier ist im Prinzip eine von diesen CH-Bindungen ersetzt durch ein freies Elektronenpaar des Stickstoffs. Hier sehen wir, schrumpft dieser Winkel zwischen den NH-Bindungen auf 107 Grad zusammen. Das heißt also im Gegenzug, wenn dieser Winkel kleiner wird, heißt das, dass dieser Raumbereich stärker von dem Elektronenpaar, von dem freien Elektronenpaar des Stickstoffs beansprucht wird. Beim Wasser ist das noch extremer. Hier in diesem Fall haben wir zwei freie Elektronenpaare am Sauerstoff. Demzufolge schrumpft dieser Bindungswinkel zwischen den OH und der OH-Bindung, zwischen diesen kovalenten Bindungen auf 105 Grad zusammen. Dieser Tetraederwinkel, der hilft uns dann auch, die Strukturen von
Alkanen insbesondere zu verdeutlichen, ja. Das, was Sie vielleicht so aus der Schule, aus der Lewis- und Kekulé-Struktur, also der Valenzstrichformel, als Ethan kennen, sieht dann natürlich dementsprechend im dreidimensionalen Raum, wenn wir uns dieser Sphären und Stöcker, also dieses Spheres and Sticks Models, bedienen, sieht dann schon dementsprechend schon ein bisschen komplizierter aus, ja, also eben dreidimensional. Beim Pentan sieht man die Problematik dann sofort, ja, also wir haben hier im Prinzip entlang dieser Kohlenstoffkette so ein Zickzackmuster, also hier von Kohlenstoff zu Kohlenstoff gehen wir immer in die Ebene, jedes zweite in die Ebene rein, dann wieder aus der Zeichenebene raus, in die Zeichenebene rein und aus der Zeichenebene heraus. Ja. Da diese 2D-Valenzstrichformel so ein bisschen unbefriedigend ist und nicht jeder von uns ein 3D-Modell locker flockig auf dem Papier zaubern kann, mit den richtigen Schattierungen, haben wir uns in der Chemie auf eine Kompromissdarstellung geeinigt, ja, die diese Stereochemie an einem Kohlenstoff verdeutlichen kann. Das heißt also hier in diesem Fall die normal gezeichneten Valenzstriche, ja, also ja, diese normale Form haben, liegen in der Zeichenebene. Ja, also hier hätten wir zum Beispiel eine Bindung, ja, keine Ahnung, zum Wasserstoff oder zu einer anderen Gruppe. Dann diese gestrichelte Linie geht in die Zeichenebene hinein und diese fette Linie hier kommt aus der Zeichenebene auf uns zu. Ja? Damit lassen sich dann stereochemisch anspruchsvolle Kohlenstoffumgebungen dann auch zu Papier bringen, ja? Ohne dass wichtige Informationen verloren gehen. Sehen wir uns also nach dem, was wir momentan so ein bisschen gelernt haben, die Homologerei der Alkane an. Ja? Also hier sehen wir, wenn wir loslegen mit unserem Methan und daran ja, die logische Fortsetzung, die Anknüpfung nehmen wir mit der nächsten Kohlenstoff, ja, so erschließen wir uns das Ethan mit der Gesamtsummenformel von C2H6, dann bei drei Kohlenstoffen das Propan mit C3H8 und dann bei vier Kohlenstoffen, das Butan mit C4H10. Ja? Und wir sehen, je länger diese Kette wird, ja, desto höher wird auch der Siedepunkt, weil wir da dementsprechend auch bessere Interaktion und Packung zwischen diesen einzelnen Alkanketten bekommen. Ja? Und dieser Trend setzt sich dann auch fort, ja, indem wir dann zum Pentan, Hexan, Heptan, also dem C5, C6 und C7 weitergehen, haben wir schon einen beträchtlichen Siedepunkt. Ja, also das sind bereits Flüssigkeiten. Das geht dann so weiter bis zum Dodekan, also C12, ja, mit 12 Kohlenstoffen, H26, da ist der Siedepunkt schon bei beträchtlichen 216 Grad Celsius. Und bei Strukturen jenseits von 18 Kohlenstoffen, also halt bei 19 Kohlenstoffen, Nonadekan und weiter, also C19H40, haben wir bereits einen Siedepunkt von 330, also das sind im Prinzip Feststoffe. Ja. Die Summenformel der Alkane gehorcht der Formel CnH2n plus 2. Ja, also wenn wir da die 5 für Pentan einsetzen, haben wir C5H10 plus 2 macht 12, also H12. Das sind genau entspricht dann der exakte Summenformel, die wir für das Pentan erwarten. Man kann diese Homologerei der Alkane auch als ja, Abkürzung für Alkylreste, also für funktionelle Gruppen an bestimmten längeren Molekülen oder Zuckern oder anderen Proteinen und größeren organischen Molekülen ausdrücken. Ja, das heißt, also in diesem Fall benutzen wir die Abkürzung ME für Methyl, wenn wir die CH3-N-Gruppe meinen, Ethyl oder ET für die C2H5-Gruppe, Propyl,
Ja, also abgekürzt als N-Propyl-C3H7, Butyl für N-Butyl-C4H9. Das heißt also immer dann, wenn hier eine Restgruppe R irgendwas anderes da dran hinge und dann unser Butylrest, ja, da über diese Bindung kovalent an das Restmolekül, was auch immer es sei, angeschlossen ist. Ja, das Ganze können wir dann auch dementsprechend fortführen. Pentyl, Hexyl, Heptyl, Octyl, Nonyl, Dekyl, Undekyl, Dodekyl und so weiter. Ja, also später werden diese Abkürzungen auch nicht mehr gebräuchlich. Da schreibt man im Regelfall gleich die Summenformel dran. Was für Bedeutungen haben die Alkane? Naja, also das Methan selber ist ein Gärungsprodukt, insbesondere in Sumpfgas, ja, aber auch in Darmgasen, besonders für Freunde von Chili con Carne, werden dieses Phänomens sicherlich gewahr sein. Auch beim Kuhmist und der vermeintlichen Erderwärmung über Methan aus Kuhdung werden die eine oder der andere dem Ganzen gewahr geworden sein. Das Ganze ist auch als Grubengas zu finden. CH4 selber ist auch ein Treibhausgas. Also jeder, der sich mal das Infrarotspektrum von einigen Gasen angesehen hat, ja. Also ich weiß nicht, ob Sie es bereits mal im Praktikum durchgespielt haben. Wenn Sie in ein ER-Gerät einatmen, ja, werden Sie zum einen die CO2-Bande sehen, ja, die ist ER-aktiv, CO2, also Kohlenstoffdioxid, das, was wir ausatmen und auch bei der Verbrennung entsteht, ein Klima, ein Treibhausgas, weil es eben ER-Strahlung aufnimmt. Wasser tut es ebenfalls zu einem gewissen Grade, aber natürlich auch Methan selber. Deswegen wird Methan auch auf Ölfeldern und über Ölbohrplattformen eher abgefackelt. So CO2 und Wasser selber, da Methan 4 Bindungen hat, die insgesamt ER-Strahlung speichern können. CO2 hingegen jeweils nur zwei Bindungen. Ethan, Bestandteil von Erdgas, ja. Propan und Butan, das sind Flüssiggase, die wir zum Heizen benutzen. Ja. Pentan bis Nonan werden mit Konstitutionsisomeren als Benzin verwendet, im Kraftstoff. Ja. Und dann haben sie Heptacosan, also C27H56, finden sie im Bienenwachs und Nonacosan, also C29H60 in Pflanzenwachsen. Und Alkane natürlich in allen möglichen Kettenlängen sind auch in diversen Lösungsmitteln zu finden. So, und jetzt sind wir schon bei dem Konzept der Isomerie angekommen. Das sehen wir insbesondere dann, wenn Alkangruppen keine gleichmäßigen Ketten bilden, sondern Abzweigungen irgendwo auftun. Ja? Also Isomere, ja, kommt aus dem Griechischen von Isos gleich und Meros Teil, also gleichteilige organische Verbindungen. Und hier unterscheiden wir in erster Linie zwischen Konstitutionsisomeren und Stereoisomeren. Schauen wir uns mal die Konstitutionsisomere an. Von denen haben wir ein paar schon bei den Beispielen kennengelernt. Konstitutionsisomere sind zwei Verbindungen, die sich in der Verknüpfungsreihenfolge ihrer Atome unterscheiden, aber die gleiche Summenformel haben. Ja, also als Beispiel hier Isobutan gegen das normale Butan. Ja, in beiden Fällen haben wir C4H10 als die Summenformel. Also hier in diesem Falle verkörpert jeweils ein so ein Endpunkt eine Methylgruppe, also eine CH3-Gruppe. Und hier in der Mitte haben Sie eine CH-Gruppe. Das heißt also CH3, 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 CH. Ja, insgesamt
3 mal C, 3 mal H9 plus 1C plus 1H macht C4H10. Und beim N-Butan selber haben Sie hier an den beiden N-Gruppen eine CH3-Gruppe und hier dazwischen jeweils eine C2-Gruppe, also auch insgesamt C4H10. Ja. Demgegenüber, also hier handelt es sich wirklich um ja, zwei völlig also, chemisch unterschiedliche Moleküle, ja, die unter Umständen ähnliche Eigenschaften vielleicht aufweisen können, hängt davon ab. Also bei Mesobutan und Butan ist das so, die aber im Prinzip diese gleiche Summenformel haben. Demgegenüber stehen Stereoisomere. Ja, also Stereoisomere im Groben sind Moleküle, deren Grundgerüst gleich ist, die jedoch eine unterschiedliche räumliche Anordnung der Atome aufweisen. Ja? Also hier unterscheiden wir zwischen Konfigurationsisomeren und Konformationsisomeren oder Konformeren. Schauen wir das Ganze mal im Detail an. Also Konfigurationsisomere unterscheiden sich in ihrer räumlichen Anordnung und können nicht ohne chemische Reaktionen ineinander übergeführt werden. Das heißt also, wenn wir uns die Beispiele von ja, hier funktionalisierten Zyklohexan, ja, also Dimethylzyklohexan angucken, einmal in der Cis-Konfiguration und dann in der Trans-Konfiguration, ja, das sind zwei unterschiedliche Moleküle, die man nicht ineinander überführen kann, ohne diese, zumindest diese C-CH3 Bindung zu kappen und neu zu bilden, ja, oder irgendwo hier eine Ringöffnung zu unternehmen. Das heißt also, dass diese Konfigurationsisomere sind zwei oder mehr chemisch verschiedene Moleküle. Dasselbe trifft zum Beispiel auch vor, auch auf für die Alpha-D-Glucose, ja, demgegenüber die Alpha-D-Galactose. Das heißt, auch hier wieder sehen wir den Unterschied zwischen diesen beiden Strukturen in der Positionierung dieser OH-Gruppe. Ja? Einmal hier äquatorial und einmal axial. Und auch hier lassen sich diese beiden Formen nicht ineinander überführen, ohne zumindest diese COH-Gruppe, die hier ist, irgendwie abzulösen und neu an diesen Zuckerring dran zu bringen. Ähnliches Beispiel hier beim Transbuten gegen das Cisbuten, ja, während wir bei den Alkanen, also wie zum Beispiel bei den Butanen, hier um diese C-C-Bindung fast freie Rotation haben, funktioniert das bei den Butenen nicht mehr. Ja. Das liegt daran, dass wir hier auch eine Pi-Bindung zusätzlich zu einer Sigma-Bindung gebildet haben, ja, die nicht mehr rotationssymmetrisch um die Bindungsachse ist. Ja, da schauen Sie nochmal zurück ein paar Folien, da sehen Sie den Grund bei der Kombinierung der 2p-Orbitale für diese Pi-Bindung, ja, für diese Doppelbindung. Das heißt also, das Transbuten selber lässt sich nicht einfach durch Rotation dieser C-C-Achse in das Cis-Buten überführen. Wir müssen zumindest also die Doppelbindung kappen, also eine Pi-Bindung hier kappen und dann neu formen, bevor wir vom Transbuten zum Cisbuten übergehen können. Ja. Demgegenüber, ja, diesen Konfigurationsisomeren stehen die Konformere gegenüber. Ja. Merke, Konformere, zwei oder mehrere Formen desselben Moleküls. Ja. Das heißt, Molekül unterscheidet sich chemisch. Die beiden Formen des Moleküls unterscheiden sich chemisch nicht voneinander, ja, sind aber zumindest strukturell unterschiedlich. Das heißt also, zwei Konformere unterscheiden sich in ihrer Form und gehen bei Normalbedingungen ohne chemische Reaktionen ineinander über. Ja, als Beispiel hier zwei Konformere von Butan. Einmal das Anti-Butan, also hier haben wir jeweils die Methylgruppen, die in einer Anti- ja, oder Trans-Stellung zueinander stehen, oder die beiden Methylgruppen Cis zueinander oder
ja, zusammen, ekliptisch auf einer Seite des Moleküls. Natürlich, wie wir schon gesagt haben, um diese Sigma-Bindung besteht freie Rotation. Das heißt, Sie können von dieser Anti-Stellung der Methylgruppen, indem Sie einfach um diese Achse, um diese CC-Bindungsachse herum rotieren, können Sie relativ leicht in diese ekliptische Form kommen, ja, wo jeweils die Methylgruppen übereinander liegen, also zusammen auf der gleichen Seite des Moleküls, und die Wasserstoffe jeweils übereinander liegen, also auch hier wieder auf der gleichen Seite dieser CC-Bindung, die hier in der Mitte ist. Ja, also hier nochmal zum Vergleich: diese Notation, die wir hier unten sehen, hier in diesem Falle gucken wir auf diese CC-Bindung, und zwar von hier mit dem Zeichentool zu signalisieren. Ja, also Sie gucken im Prinzip hier, wenn das hier Auge ist, ja, gucken Sie im Prinzip entlang dieser CC-Bindung hier drauf. Ja, das ist also Ihre Antistellung hier dementsprechend. Gucken wir entlang dieser CC-Achse hier drauf und haben unsere ekliptische Stellung. Ja, dann nochmal ein Beispiel für am Zyklohexan. Das kann jeweils vorliegen in der Sesselkonfiguration oder in der Wannenkonfiguration. Ja, auch das ist eine Änderung der Konformation ohne eine Aufbrechung einer chemischen Bindung. Und kann bei höheren Temperaturen relativ leicht erfolgen, ja. Erst bei sehr niedrigen Temperaturen, da die Molekulardynamik, also die Entropie im System relativ gering ist, findet diese Umwandlung nicht mehr ganz so einfach statt. Aber wie gesagt, bei Normalbedingungen können diese Formen zueinander wechseln. Ja. In dem Fall reden wir von Konformieren. Schauen wir uns mal ein paar Konstitutionsisomere von Alkanen an, ja. Und die haben klassischerweise ein paar Trivialnamen, die es sinnvoll ist zu kennen. Wie gesagt, bei einer Kette von drei Kohlenstoffen sprechen wir von Propan. Dementsprechend der Rest, wenn er denn linear vorliegt, also als eine CH2, CH2, CH3-Kette, sprechen wir von einem N-Propylrest. Ja, sobald wir eine CH-Anknüpfungspunkte zu einem Restmolekül haben und jeweils zwei Methylgruppen, die von diesem CH-Brückenkopf abhängen, reden wir von einer Isopropylendung. Ja. Das gleiche auch für das Butan. Die lineare Form ist das N-Butan. Diese verzweigte Form hier, das Isobutan. Dementsprechend reden wir bei einer 1, 2, 3, 4er-Kette, die an einem größeren Molekül hängt, von einer N-Butylgruppe. Und bei einer verzweigten, einfach verzweigten, von einer Isobutyl. Und bei einer vierfach verzweigten von einer Tert-Butyl- oder Tertiärbutylgruppe. Analog dazu das Pentan, N-Pentan in der linearen Schreibweise, Isopentan in der verzweigten und als Neopentan in der komplett tetraedrischen Anordnung. Ja, auch hier die Restgruppen bezeichnet als N-Pentyl für die lineare Fassung. Isopentyl ist hierbei ungebräuchlich, da es nicht ganz eindeutig ist, wo die Verzweigung stattfindet. Ja, also hier braucht es einer etwas akkurateren, einer etwas genaueren Nomenklatur. Nur beim Neopentyl ist noch klar, dass wir hier am Ende diese C, CH3, CH3, CH3 Endgruppe jeweils haben. Hier kämen wir dann auch zur IUPAC-Nomenklatur von Alkanen. Also die IUPAC ist die International Union for Pure and Applied Chemistry.
und legt dann auch Normen fest, wie Moleküle zu benannt werden sollten, auch neu entdeckte Moleküle. So, also sehen wir uns hier als Beispiel dieses Alkan an. Als erstes schlägt die EUPAC vor, die längste Kohlenstoffkette zu suchen. Ja, das tun wir doch mal gleich. Ja. Also hier in diesem Falle wäre das diese Heptankette, also angefangen hier zu zählen. Ja, wir fangen hier mal weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist die richtige Kohlenstoffkette. Ja, 6 reicht nicht ganz aus. Aber dann haben wir immer noch die Möglichkeit anzufangen, hier zu zählen oder dementsprechend hier zu zählen. Bei einem Fall kommen wir bei 7 raus, deswegen gibt es Regel Nummer 2. Die Kette sollte so ausgerichtet sein, dass Substituenten, also Restgruppen, an Kohlenstoffen mit möglichst kleinem Zähler hängen. Ja, das heißt, wir haben hier zwei Methylgruppen, die von dieser 7er Kette abgehen. Und zwar hier in diesem Fall, wenn wir hier anfangen, bei 1 zu zählen in der 3er und 4er Position und hier in der 4er und 5er Position, wenn wir falsch anfangen, am falschen Ende der 7er Kette zu zählen. Deswegen die Antwort nach Regel 1 und 2 ist richtig 3, 4 Dimethylheptan als Bezeichnung für dieses Molekül. Eine weitere Regel kommt hinzu. Wenn wir Substituenten unterschiedlicher Längen haben, ja, also statt den beiden Methylresten hier haben wir in diesem Fall in der längsten Kette jeweils einen Methyl- und einen Ethylrest, also eine C2-Restgruppe hier. Das heißt, in diesem Fall werden Substituenten alphabetisch geordnet. Ja. Dabei wird Anzahl und Anordnung, das heißt also, ob es sich um ein Di-, Tri-, Tetra-, Tertiär-, Iso-, Rest handelt, werden dabei ignoriert, ja, sonst ufert der Name irgendwann aus und der Name liest sich schon fast wie eine mathematische Gleichung. Das heißt also, so enden wir bei dem fast schon lyrischen, wenn wir mit einer 7-Kette loslegen, 4-Ethyl-3-Methyl-Heptan, ja, und nicht dem 3-Methyl 4-Ethylheptan. E kommt immer noch vor dem M im Alphabet. Jetzt können wir nicht nur Ketten machen, sondern auch Ringe. Das heißt, in diesem Falle schauen wir uns die homologe Reihe der Zykloalkane an. Ja, bei einer Dreier-Ringschluss mit drei Kohlenstoffen kommen wir beim Zyklopropan an, mit der Formel C3H6. Vierer-Ring Cyclobutan, dann Cyclopentan, Cyclohexan und Cycloheptan für den 7er-Ring. Also die allgemeine Summenformel ist hier in diesem Fall CnH2n. Mit n einer fortlaufenden Zahl für die Anzahl der Kohlenstoffe in dem Ring. Auch hier gelten dieselben Empfehlungen wie für die Benennung, wie für die linearen Alkane. Also beim Zyklopentan identifizieren wir den größten zusammengeschlossenen Ring, ja, in diesem Fall das Pentan, also das Zyklopentan, und sehen dann zu, dass wir die Nummerierung so wählen, dass die Summe der Präfixe minimal ist. Das heißt, hier in diesem Fall haben wir die Möglichkeit, bei einem der Substituenten anzufangen mit 1. Und dann dementsprechend mit 2, 3, 4, 5 oder 1, 2, 3, 4, 5 entweder im Kreisverkehr oder gegen den Kreisverkehr loszulegen. Falsch wäre, nach dem Methylsubstituenten im Ring weiter zu zählen, bis wir beim letzten Methylsubstituenten ankommen. Ja, in diesem Fall hätten wir eine maximale Summe 1 plus 5 statt 1 plus 2. Das heißt also, die Lösung hierfür ist das 1,2-Dimethylcyclopentan. Ja, auch diese Benennung ist nicht ganz eindeutig, denn wir stellen fest, aha, in diesen Cyclopentanringen hängen die Methylsubstituenten an CH-Kohlenstoffen. Das heißt, was wir natürlich hier nicht wissen, ist, wie ist die Stereochemie an diesem Kohlenstoff wirklich beschaffen? Geht diese Methylgruppe hier, die Einser-Methylgruppe, zum Beispiel in die Betrachtungsebene hinein oder kommt sie aus der Betrachtungsebene heraus? Und wie steht sie relativ gesehen zu Zweier-Methylgruppe? Das sind Fragestellungen, die wir uns im weiteren Verlauf und auch in den Beispielaufgaben für die Vorlesung genauer ansehen werden.
Trivialnamen sind auch bei einfach funktionalisierten Alkanen sehr sinnvoll. Ja, das heißt, also hier erkennen wir, dass an dieser OH-Gruppe ja, ein Isopropylrest dranhängt. Das heißt also, wir sprechen hier von einem Isopropylalkohol oder auch einfach Isopropanol. Hier in diesem Fall haben wir eine Ammoniumfluorid-Funktionalität an einem tertiären Butyl. Das heißt also, das Ganze ist ein tertiäres Butylammoniumfluorid, also TBAF. Auch eine sehr gebräuchliche Verwendung ist die von einem ja, Diisopropylethylamin, DIPEA, die noch häufig begegnen wird. Dann haben wir noch das Neopentylbromid, ja, also auch unser Neopentylrest mit unserer Bromabgangsgruppe. Dementsprechend auch ja, das tertiäres Butylalkohol oder Butanol. Und unser Isobutylchlorid, das sind alles Substanzen, Lösemittel oder Additive, die im Laufe dieses Kurses noch begegnen werden. Das heißt, sie sollten zumindest in der Lage sein, dem Namen eine eindeutige Strukturformel zuordnen zu können. Schauen wir uns nochmal die Stabilität der Konformationen der Alkane an. Ja, da haben wir schon gesagt, diese CC-Bindung selber, entlang dieser CC-Bindung innerhalb der Alkane, können wir frei rotieren. Ja, das heißt also, da können wir neue Konformationen bei Raumtemperatur erreichen, wenn wir einfach nur sehen, dass diese Restgruppen entlang dieser CC-Bindung rotieren, weil sie halt eben in einem wässrigen Medium oder in einem anderen Lösemittel bei endlichen Temperaturen lagern. Ja? Also Ethan können wir in dieser Segeborg-Schreibweise darstellen, ja, die uns verdeutlicht, wie diese CH-Bindungen zueinander stehen. Alternativ haben wir auch die Newman-Projektion schon kennengelernt. Ja? In diesem Falle gucken wir entlang dieser CC-Achse, das heißt, wir legen diese beiden CC-Atome übereinander auf das Blatt Papier und schauen uns dann an, wie die anderen CH-Gruppen zueinander stehen. Ja, hier in diesem Fall käme es zu einer kompletten Eklipse, ja, also einer Verdeckung. Deswegen spreizen wir diese CH-Bindung noch ein bisschen ab, um zu verdeutlichen, dahinter ist noch was. Alternativ benutzen wir das Kugelwolkenmodell, ja, was natürlich in drei Dimensionen nur für künstlerisch Begabte noch einigermaßen vernünftig zu verstehen ist. Ja. Das, was uns hier noch einigermaßen hilft, ist die Newman-Projektion. Das heißt, wenn wir anfangen, diese entlang der Ethanbindung die einzelnen Methyl-Endgruppen gegeneinander zu rotieren, fangen wir natürlich an bei der kompletten ekliptischen verdeckten Fassung, ja, das heißt also, die CH-Bindungen sind quasi deckungsgleich direkt übereinander. In diesem Falle, ja, überlegen Sie sich, was ist in diesen CH-Bindungen? In diesen CH-Bindungen sind jeweils gepaarte Elektronen von einer so einer SP3-Bindung und die stoßen sich natürlich gegenseitig ab und die sehen sich auch über den Raum hinweg, ja. Das heißt also, diese ekliptische, völlig verdeckte Konformation ist auch die energetisch höchste. Das heißt also, hier sehen die einzelnen Gruppen sich am besten, ja, und es kommt zu einer größten Abstoßung. Das heißt, diese Konformation hat auch die höchste Energie. Das heißt, wir rotieren jetzt unsere Methylgruppe mit dem HD, ja, das HD ist hinten, das HA ist vorne, das HD rotieren wir in diese Richtung weiter, ja, das heißt also, wir kommen auf halbem Wege hier an, nochmal zur Verdeutlichung, wir rotieren HD bis hierhin, das heißt von HA nach HD kommen wir bis hierhin um 60 Grad, das heißt, wir kommen die erste gestaffelte oder auf Lücke Konformation,
Die ist energetisch besonders günstig. Ja, also hier haben wir absolut maximale Abstände zwischen den einzelnen CH-Bindungen zueinander. Und wir haben in der Tat eine Abfallenergie von 2,8 Kilokalorien pro Mol. Das heißt, das ist schon eine ordentliche Menge. Jetzt können wir HD weiter rotieren, ja, um weitere 120 Grad im Vergleich zum Ausgangsmolekül. Das heißt, wir kommen jetzt, ihr seht HD genau hinter HB. Das sehen wir hier. Das heißt, wir haben erneut eine elliptische verdeckte Konformation, die auch wieder energetisch gleichwertig ist zu dieser HA-HD-Eklipse. Und können dementsprechend dann jetzt auch so weitermachen. Also immer im 60 Grad Abstand erreichen wir entweder eine elliptische oder eine gestaffelte Anordnung, die jeweils energetisch höher oder tiefer liegt als die jeweils andere. Das Ganze ändert sich und wird ein bisschen komplizierter, wenn wir uns die Stabilität von längerkettigen Alkanen angucken. Ja? Hier in diesem Falle haben wir nicht nur die CH-Bindungen zu berücksichtigen, sondern wir haben auch wirklich hier diese dicken Böller, ja, also unsere Methylgruppen, N-Gruppen an den Enden. Das heißt, die sind natürlich sterisch deutlich anspruchsvoller, ja, die brauchen mehr Platz. Das sehen Sie hier an diesen schönen 3D-Modellen. Das heißt, die Dinger brauchen natürlich wirklich viel mehr Platz. Wenn wir also loslegen vom Extremfall, ja, der Eklipse dieser beiden Methylgruppen, dann wird das natürlich der energetisch am meisten anspruchsvollste Fall sein. Ja, also hier herrscht natürlich große Abstoßung zwischen diesen elliptisch überlagerten Methylgruppen. Das heißt, die beiden sehen sich, das ist der energetisch höchste Fall. Wenn wir das nur ein bisschen wegrotieren, ja, sodass wir hier bisschen weniger Reibung zwischen diesen Methylgruppen haben, ja, ein bisschen weniger Abstoßung, dann erreichen wir den ersten Gauche, ja, oder gestaffelten Fall, der schon 4 bis 6 Kilokalorien pro Mol niedriger liegt. Ja, das ist ein großer energetischer Erleichterung für das Molekül. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter rotieren, ja, haben wir erneut einen elliptischen Fall, nicht ganz so schlimm wie der, wenn die beiden Methylgruppen auf der gleichen Seite, exakt auf der gleichen Seite, also cis zueinander liegen. Hier haben wir auch einen elliptischen Fall, allerdings zwischen einer Methyl- und einer CCH3 und einer CCH-Bindung. Und hier ebenfalls zwischen einer CCH3 und einer CH-Bindung. Ja, deswegen energetisch nicht mehr ganz so hoch wie der elliptische Fall von zwei Methyl auf der gleichen Seite. Wenn wir jetzt allerdings noch weiter rotieren, also insgesamt 180 Grad im Vergleich zum Ausgangsmolekül, erreichen wir dann den gestaffelten Antifall, ja, oder den Transbutanfall, ja, also dass die Methylgruppen komplett anti zueinander stehen. Und das ist auch der energetisch vorteilhafteste. Die energetisch vorteilhafteste Konformation. Ja. Das heißt also insgesamt um 4 bis 6 Kilokalorien plus 0,9 Kilokalorien pro Mol tiefer als der elliptische Fall. Wenn wir jetzt also dann dementsprechend weiterdrehen, kommen wir dann auch wieder zu dem ersten elliptischen Fall, zu dem Gauche-Fall und kommen dann wieder zur Ausgangskonformation zurück. Das heißt also natürlich sehen wir, wenn wir eine komplette Drehung dieser Methylgruppen zueinander erreichen wollen, innerhalb dieser Moleküle, haben wir von dem stabilen Antifall, ja, eine sehr große Barriere zu überbrücken, bevor wir einmal die volle Runde gemacht haben. Dieses wird uns nochmal wieder begegnen, wenn wir bei der Interkonversion von Konformeren angelangt sind. So, wie geht's weiter? Wir haben uns jetzt angesehen, wie längere Ketten von Alkanen aussehen, ja, und wie sie sich zueinander verhalten, wie die Rotation entlang dieser Kohlenstoffketten aussieht. Das heißt, das nächste Mal schauen wir uns an, wie die Konformation von Zykloalkanen,
ausschaut und wie dann auch Reaktionen an den Alkanen stattfinden können, die uns natürlich dann auch zu spannenderen Molekülen der organischen Chemie führen. Vielen Dank.